Hallo und herzlich willkommen bei Curse and Serenity. Mein Name ist Curse und es geht weiter mit Far Cry 4, der Storyline. Ja, wir sind hier in dem Dorf angekommen, des goldenen Pfades. Oder im Versteck oder... Ja, ich der weiß es auch noch nicht. Hat frisches Blut bekommen. Oh, nice. Wir lassen die Fehler der Vergangenheit hinter uns. Frisches Blut macht siegreich. Ne, ihr wisst bestimmt noch hier in der letzten Folge, Lawine und so. Und dann, ne, hier hin und dann, ne, sind wir im Dorf angekommen. Die mögen mich jetzt alle nicht, weil... Mein Ehemann näht gerne. Früher hat er Kleidung für die ganze Familie gemacht. Jetzt stellt er Uniformen für den goldenen Pfad. Ich musste natürlich erstmal hier wieder meinen Ruf verdienen und so. Ne, deswegen. Schauen wir mal, was hier so geht. Sebal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer, die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, aber ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. Yay! Boden. So ist gut. Ja, so schnell geht das. Zack. Ah, jetzt darf ich sogar üben. Jetzt sind sie weg, oder was? Na, darf ich? Darf ich? Wo ist der Bogen? Ah. Ich darf hier nicht feuern, oder was? Ah. Okay, dann nicht. Okay, es steht ja da. Ich soll mich mit Kanan treffen. Dann mache ich das auch. Triff dich mit Kanan. Ah, na. Ernsthaft da hinten? Soll ich dich erstmal verkaufen? Ja, ich habe doch irgendwie schon die Meldung bekommen, dass ich... Ja. Oh. Nein! Achso, nee, die habe ich automatisch freigeschaltet, ja? Krass. Warum habe ich das alles freigeschaltet? Was ist denn hier nicht in Ordnung? Alles klar, gut. Gut, gut. Jo, verkaufen. Also die Felle behalte ich natürlich. Altes Geld. Ich verkaufe Geld gegen Geld. ja, okay. Ne, verkaufen wir. Ja. Stapel verkaufen. So. Okay, Wunderkerzen. Ah. Tja, die Frage ist, ist das jetzt nützlich oder nicht? Weil die Felle sind natürlich nützlich, ne? Ich heb's mal auf. So eine Prämie der Rolle. Ja, Konflikt. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und wenn ich rausfinde, dass ich den Quatsch brauchte, dann ist halt Pech. Dann ne? Haben wir halt nichts mehr. Was soll man machen? Schauen wir mal. Shangri-Lagerbier, okay. Shangri-Lager. Boah, Wortspiel. Ja, ist das geil. Also, okay. Das würde ich ja fast übertrinken. Aber, ne, wir brauchen es ja nicht. Ein Plastiktiger, ey, ganz ehrlich. Wir klammern anscheinend der Stückungswagen auf der Packung sich jetzt genommen. Okay. Ah, guck mal, eine Plastiktüte. Minderwertiges Marihuana in einer Sandwich-Tüte. Braun, knochentrocken und voller Zweige und Samen. Es ist besser, du rauchst ein Stück Pappe. Dazu äußere ich mich jetzt nicht. Oh, ich habe Drogen verkauft, Entschuldigung. Was ist das, ein Kondom? Och, nö. Ah. Tja. Ich weiß nicht. Wird schon irgendwie wieder herstellbar sein. Hörbuch. Mein Gott, Selbsthilfebuch. Das wird auf jeden Fall. Ne? Mams Notiz. Ne? Lass ich einfach mal. Okay. Bisschen mehr Platz. Alles gut. Munition nachfüllen. Nö, ne, das ist mir zu teuer. Kaufen und anpassen. Körperpanzer. Was habe ich denn? 98.000. Ja, die ist aber nicht dauerhaft, ne? Die verbrauche ich wahrscheinlich mit der Zeit.
No. Waffen. Ja, die kann ich jetzt alle kaufen. Das ist ja auch irgendwie cool, ne? Die habe ich, glaube ich, sogar schon, ne? Die habe ich, die benutze ich doch gerade. Achso, Platz gesperrt. Ich kann immer nur... Och, du Scheiße. Okay, das muss ich also herstellen. Das würde ich auch gerne machen. Angesichts des Krieges hast du Glück, dass du noch Sachen kaufen und verkaufen. Ja, ist klar, weiß ich. Was ist das? Die Anführer des goldenen Pfads. Gucken wir mal rein. Was ist das jetzt hier? Ah, okay. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, ne? Das wollte ich also nicht tun. Zum Einsammeln. Ah, das war das auch. Okay. Auch in Gales Tagebuch. Schlafen kann ich auch, oder? Freiheit akzeptieren. Escape abbrechen. Okay, so. Die Sache ist einfach. Ich würde tatsächlich schon so einen zweiten Waffenslot haben, ne? Aber. Vielleicht brauche ich ihn ja auch nicht. Ich weiß nicht. Jedenfalls muss ich da hinten hin. Kann ich mir jetzt irgendwie einen Weg dahin festlegen oder so? Ja, ich muss da hin, aber... Na gut, hier sieht man so ein bisschen die... Ah! Okay. Das möchte ich tun. Ja, recht hast du. Oh, Pflanzen sammeln. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich konnte gestern schon den Multiplayer zocken. Und im Multiplayer kriegt man dafür schon EP. Auch ein Quad. Ganz ehrlich, ne? Drachenfliegen macht viel mehr Bock, aber wenn ich das verkacke, dann darf ich den ganzen Weg da rennen. Ne, dann fahre ich lieber kurz. Ja, ja, WSAD, schießen, Handbremse, ja, in Verein aussteigen, ja. Okay. Space ist Handbremse, weiß ich Bescheid. Seitenfahren kannst du fahren, schießen, okay, Wurfgeschosse werfen, Fahrhilfe ist aktiviert, Fahrhilfe der Straße automatisch. Oh, das ist geil. Das ist ja geil, okay. Das ist echt cool. Mal gucken. Probiere ich jetzt direkt mal aus. Na, fährt er? Ja. Sehr cool. Okay, ich muss mir vorher für die Fahrhilfe echt was überlegen. Aber ansonsten... Ne, klappt das eigentlich ganz cool. Also, ich halte jetzt einfach mal Space und... Ja, Fahrhilfe. Achso, Fahrhilfe. Das mit Shift kann ich das jetzt steuern, das Ganze. Also zu ballern echt geil, ganz ehrlich. Sehr coole Idee. Muss ich hier nicht hin? Nicht richtig? Doch. Ich bin eigentlich da, glaube ich. Da ist er. Fuck. Lauf doch nie weg. Fahr dich schon nicht platt. Hi. Amita ja, schickt jetzt, mich. Anscheinend ja, haben Sie. Erzähl doch mal was, genau. Irgendein Problem mit wilden Tieren? Er hat kein Problem Amita, mit wilden Tieren, sondern mit Alkohol, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. Okay, Munition ist voll. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Fälle können wir immer brauchen. Ah ja. Erreiche den Aussichtspunkt. Tibet-Wolfsfälle. Okay. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Da. Hier gibt es einen Gleiter. Diesmal benutze ich den, glaube ich. Ja, sammeln kann ich immer noch später. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, auf jeden Fall kann ich jetzt anvisieren. Ich hatte schon heute das Ding. Ne. Ah. Ja, okay, mit dem Bogen muss ich tatsächlich draufzielen, oder? Ja, das war schon nah dran. Ist das hinterm Baum da oder so? Hinter der. Ne? Okay. Nichts drin.
Kollege. Sauberer Kill, okay. Hab ich gut gehabt. Bäm. Na, ich soll übrigens die Felle mitbringen. Du Schwachkopf, nicht das Fleisch. Aber ist ja nicht schlimm. Kann ja aber passieren. Na, hier muss ich hin, ne? Die Kamera zu zücken, benutze sie, um Gegner zu markieren. Okay. Das geht also auch mit Wildtieren, ja? Zoomen. Da haben wir was. Ja, nur Lebende, ne? Das ist die Kamera. Also diese Schwenkerei hier ist extrem fein eingestellt, jetzt gerade im Vergleich zum normalen Zielen. Da liegt auch noch was, ne? Das klingt so cool, okay. So, wir gehen jetzt mal einfach den Weg hier lang. Das kann ja nicht das einzige Wildtier sein. Dafür brauchte ich die Kamera auch nicht auspacken, ganz ehrlich. Aber es scheint so ein bisschen so, ne? Ah, da haben wir schon ein zweites, okay. Und jetzt kann, darf ich die von hier aus abknallen, ja? Natürlich habe ich das. Natürlich. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich jetzt die Höhe ist, auf die ich zielen muss. Die sind so weit weg. Ich kenn's. Ach. Albern. Was schützen Hilfe habe ich auch noch nicht, ne? Ne. Das kommt später. Interface ein aus. Das ist ja auch cool. Okay. Gut zu wissen. Gut, gut. Also ich gehe da jetzt mal ein Stück runter. Ne, weil so von hier aus ballern ist albern. Zerstöre den Wolfsbau. Er kommt mir jetzt schon entgegen. Der läuft platt oder was? Hm. Einverstanden. So geht's nicht. Ja, mein Gott, erstmal rausfinden, ne? Mal gucken, was für ein Teil von dem Zeug hier wirklich das Ziel markiert. Das gibt's doch nicht. Ah, okay, das war ein Treffer. Oh, der kommt zu mir. Ne, doch nicht, der rennt weg. Achso, da ist der komplette Wolfsbau, ist da vorne. Okay. Und der zurück. Ne, aber er. Barbara Kill, okay. Ich mach das ohne anzuvisieren, ganz ehrlich. So trifft man wenigstens, oder? Na, auch nicht so ganz. Das liegt, glaube ich, an der Streuung. Egal. Kriegen wir schon hin. Übrigens habe ich mir mal wieder nicht den Folgentimer gestartet, ne? Wie man das so von mir kennt. Ah cool, automatische Taschenlampe. Headshot. Oh, meine Pfeile reinkriegen, okay. Und nachdem ich den Wolfsbau hier clear habe, werde ich mal die nächste Folge starten und so. Okay. Okay, so. Ah, okay, Brandpfeil und Sprengpfeil habe ich jetzt. Ernsthaft? Na, weder noch irgendwie. So, Moment. Wurfmesser. Jagdbogen. Und nicht jetzt. Okay, alles klar. Okay, achso, ja, okay. Alles klar, alles klar. Jetzt habe ich es begriffen. So, Kollege Wolf. Büße. Ah, treffe ich es diesmal? Ja, es ging, aber ich weiß noch nicht genau, womit ich zielen muss. Du Quatsch, da ehrlich. Ja, wird mir auch stinken. Beutetasche fast voll, okay. Aber zerstöre den Wolfsbau? Zerstöre ich den? Ach so, ich habe doch noch was gesehen. Scheiße, das wird sein. Und? Haben wir recht? Checkpoint. Alles klar. Gut, gut. Auf. Pfeilhilfe, kein Signal. Okay, das geht. Puh, also nicht überall. Gut zu wissen. Oh, okay.
schon fett, das Game, oder? Bis jetzt finde ich es richtig cool, ehrlich. Und das ruckelt weniger wie Call of Duty zumindest. Aber ey, ganz ehrlich, das kann ja nur noch mal ein Rechner sein. Das gibt's ja nicht. Wobei Call of Duty, da haben das Problem viele. Das habe ich schon gelesen. Aber... Das Geruckel hier. So, so, das ist jetzt der Ersatz für das Quad, was hier gerade stand, ja. Geil, die Dinger. So. Was kriege ich jetzt bei euch? Hey. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich, hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Es ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden. Als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Alles klar. So. Mission abgeschlossen. Guter Zeitpunkt, jetzt aufzuhören. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.